Unterdessen schüttet Viola ihrer Freundin das Herz aus, nicht ahnend, dass Maren noch eine böse Überraschung für sie bereithält. Dass mich Harald betrügt, ist bitter. Aber mit der eigenen Putzfrau, also das ist das Allerletzte. Und ihr dann auch noch den gleichen Ring zu schenken wie dir, das ist wirklich geschmacklos. Ohne Worte. Aber sag mal, selbst wenn das jetzt nicht dein Ring war, könnte es nicht trotzdem sein, dass Esperanza irgendwas mit dem Diebstahl zu tun hat? Keine Ahnung. Also zutrauen würde ich es ihr. Ich habe sie aber sofort gefeuert. Ich will dieses kleine Flittchen einfach nicht mehr länger im Haus haben. Ich würde Harald so gern verlassen. Aber von was soll ich leben? Süße, triff keine vorschnellen Entscheidungen, die du dann vielleicht bereust. Ich hab da was. Das hilft garantiert gegen Liebeskummer. Echte belgische Pralinen. Ach, Bertie, du wirst mir fehlen. Was hast du denn? Ist dir nicht gut? Bertis Urne, du hast sie geklaut. Was redst du da für einen Blödsinn? Du bist eine Diebin. Was? Ich glaube, also wenn du das von mir denkst, dann möchte ich, dass du jetzt gehst. Sofort! Glaub ich auch nicht, dass das ohne Konsequenzen bleibt. Ich glaube, du spinnst. Jetzt geh doch bitte schon ran, Alexander. Mist, Mailbox. Ah, guten Tag, die Herren. Womit kann ich dienen? Ein Geschenk für die Gattin? Nein, ich komme wegen dieses Mantels. Aha. Ach, dann sind Sie der Herr Bramstedt. Ja, diesen Mantel hat Ihre Frau gestern bei mir gekauft. Ich hoffe, es gibt kein Problem damit. Also der Herr Bramstedt, der würde gern wissen, ob es vielleicht möglich wäre, den Mantel zurückzugeben. Ja, wieso ist der Mantel nicht in Ordnung? Nein, das ist nicht das Problem. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin fast pleite und meine Frau gibt zu viel Geld aus. Nein, also tut mir leid. Also ich nehme den Mantel nicht zurück. Aber vielleicht können Sie ihn ja anderweitig zu Geld machen. Immerhin ist er 12.000 Euro wert. Was? Ist 12.000? Ja, dann müssen Sie ihn erst recht zurücknehmen. Nein, das werde ich nicht tun. Hart, ich habe dir das doch schon erklärt. Der Herr Vöckner ist nicht dazu verpflichtet, den Mantel zurückzunehmen. Oh Mann, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich muss jetzt zur Bank. Ich melde mich. Es tut mir leid, aber mein Freund ist gerade wirklich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Aber eine Frage hätte ich noch an Sie. Der Herr Bramstedt hat mir einen EC-Beleg gezeigt, der nur 3.000 Euro aufweist. Wie kann das sein? Nun, die restliche Summe hat Frau Bramstedt in bar bezahlt. In bar? Hören Sie, für die Privatangelegenheiten meiner Kunden bin ich nicht verantwortlich. Aber ich vermute mal, Frau Bramstedt wollte keinen Ärger mit ihrem Mann. Das ist natürlich gründlich schiefgegangen. Ja, da haben Sie wohl recht. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Ich frage mich, woher Viola so viel Bargeld hatte. Ihr Mann steckt derzeit in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Also von ihm kann sie so viel Geld für den Mantel nicht haben. Und seit ich die beiden kenne, hat Viola nicht gearbeitet. Aber irgendeine Erklärung muss es dafür ja geben. Ich rufe am besten Viola selbst an. Oh. Viola hat versucht, mich zu erreichen, aber ich hatte ja das Handy stumm geschaltet. Alexander, Bertie, die Asche in den Müll gekippt. Der Dieb hat die Urne auch mitgenommen. Ich habe sie gefunden. Es ist so schrecklich. Bitte komm sofort bei mir zu Hause vorbei. Viola ist immer noch außer sich, als der Richter kurz darauf bei ihr eintrifft. Schließlich hatte sie ihrer Freundin die ganze Zeit blind vertraut. Ja, und
Da hält mir Maren diese Bonbonniere unter die Nase und ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen. Es war Bertis Urne mit Pralinen drin. Bist du da wirklich sicher? Ja, natürlich bin ich sicher. Ich weiß doch, wie die Urne aussieht. Ich habe es ihr dann direkt auf den Kopf zugesagt, dass sie eine Diebin ist. Und ja, sie hat alles abgestritten. Ich hätte ihr das nie zugetraut. Also jetzt mal ganz langsam. Zuerst müsste man ja mal beweisen, dass das wirklich Bertis Urne war. Ich meine, wo hast du die gekauft? Die war doch sicherlich kein Einzelstück, oder? Nein, das nicht, aber das teuerste Modell. Der Tierbestatter hat gesagt, dass er nicht besonders viele davon verkauft hat. Aber würde dir deine Freundin wirklich Bertis Urne unter die Nase halten, wenn sie die Diebin wäre? Damit liefe sie doch Gefahr, dass sie sich verrät. Ja, du hast recht. Ich meine, Maren ist nicht dumm. Und sicherlich auch nicht so geschmacklos, dir Pralinen in einem Gefäß zu servieren, in dem vorher Hundeasche war, oder? Das hoffe ich mal. Was bringst du mir denn da? Ein Bild? Ja, schau's dir an. Ich weiß, dass das Teil mindestens 100.000 Euro wert ist. Sag mal, willst du mich verarschen? Was soll das Gelaber? Guck, das ist doch das Bild aus der Zeitung. Da steht drin, das ist gestohlen. Und das weißt du sicher auch, ne? Und wenn schon, das stört dich doch sonst nicht. Ich kann doch nie ein Bild verkaufen, wo die ganze Welt weiß, dass es geklaut ist. Und du, mein Freund, sicher auch nicht. Okay, ich geb's dir für 60.000. Komm, ganz ehrlich, nimm das Bild wieder mit, ja? Ich will das nicht hier in meinem Laden haben. Raus damit. Komm. Also zuallererst sollten wir mal klären, wo Maren wirklich diese Urne hat, bevor du sie irgendwie weiter beschuldigst. Vielleicht hat sie aber doch irgendjemand von eurem Bild erzählt. Also alle Mädels vom Zumba-Kurs lassen sich ihre Nägel bei Maren machen. Naja, da erzählt man sich so einiges. Ich kann mich ja da mal unauffällig umhören. Ich mache heute eine Party für den ganzen Kurs. Maren habe ich nicht eingeladen. Ja, dann spreche ich noch mal mit Frau König. Gut. Ach, danke. Nein, ich muss noch Auto fahren. Oh, schade, da entgeht dir was. Es ist eine wirklich gute Marke. Also, Viola, ich möchte ja nicht zu nahe treten, aber meinst du wirklich, das ist der richtige Zeitpunkt für eine Party und exklusiven Champagner und so? Wieso? Naja, weil Haralds finanzielle Situation doch sehr angespannt ist. Er hat mich betrogen. Ich brauche Ablenkung. Und außerdem ist doch das Leben viel zu kurz, um schlechten Champagner zu trinken. Prost. Die Sterne mit Sektkorken zu treffen. Hey, hey, baby, baby, shame. Wie oft denn noch? Ich habe mit dem Diebstahl von diesem Bild nichts zu tun. Ehrlich gesagt finde ich es unverschämt, dass ich immer noch verdächtigt werde. Dafür gibt's aber auch einen Grund. Offensichtlich haben Sie ein neues Gefäß für Ihre Pralinen. Die Bonbonniere, ja. Können Sie mir sagen, wo Sie die her haben? Vom Flohmarkt. Warum fragen Sie? Das ist keine Bonbonniere. Das ist eine Urne für Tiere. Nee, das ist nicht ernst. In genau solch einer Urne hatte Frau Bramstedt die Asche ihres kürzlich verstorbenen Mopses Berthold aufbewahrt. Aber diese Urne ist auch gestohlen worden. Verstehe, deswegen hat sie mich beschuldigt. Aber das Gefäß war leer, als ich es gekauft habe. Ich meine, wenn ich gewusst hätte, dass das eine Urne ist, dann hätte ich doch im Leben keine Pralinen reingetan. Können Sie mir sagen, wo ich den Händler finde, wo Sie die Urne gekauft haben? Nein, tut mir leid. Es war so ein junger Typ, der hat privat verkauft. Und ich kann mich auch leider nicht mehr daran erinnern, wie der aussah. Wissen Sie, was mich noch ärgert? Wenn Viola ihr Herz ausschütten muss, weil sie meint, mal wieder, dass ihr Mann sie betrogen hat, dann bin ich die Allerbeste. Und jetzt beschuldigt sie mich plötzlich, dass ich eine Diebin wäre. Heißt das, Viola hatte schon seit längerem das Gefühl, dass ihr Mann sie betrügt? Klar, schon ewig. Sie wusste nur nicht mit wem. Bei der Aufklärung dieses Diebstahls wird es wohl nicht weiterhelfen. Vielen Dank aber für Ihre Offenheit. Auf Wiedersehen. Ich finde schon alleine aus. Alexander Holt will herausfinden, ob der Dieb versucht hat, das kostbare Gemälde zu verkaufen. Er hofft, diese Information von einem stadtbekannten Hehler zu bekommen, den er aus einer seiner Verhandlungen kennt. Hallo? Ja, guten Tag. Moment mal, Sie sind doch dieser Richter Alexander Holt. Ganz genau. Wir beide hatten schon mal das Vergnügen. Vergnügen? Sie haben mich damals zu 2,5 Jahren Knast verurteilt.
Aber seitdem ich raus bin, bin ich sauber. Und jetzt, was wollen Sie hier? Sie haben doch sicher gehört, dass ein Van Dügen im Wert von 100.000 Euro verschwunden ist. Und da wollte ich mich einfach mal in professionellen Kreisen umhören. Ich handle aber nicht mit Diebesgut. Das habe ich Ihnen auch überhaupt nicht unterstellt. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei der Aufklärung einer Straftat behilflich sein könnten. Schauen Sie mal. Ist Ihnen dieses Bild untergekommen? Oder haben Sie irgendwas gehört, dass es einem Kollegen angeboten wurde? Ja, den Artikel habe ich auch gelesen. Aber ich weiß davon nichts. Und wenn, hätte ich sofort die Polizei informiert. Ja klar, das hätten Sie natürlich sofort getan. Aber vielleicht haben Sie auch einfach nur vergessen, dass Ihnen das Bild angeboten wurde. Ich würde sagen, Sie denken noch mal richtig gut nach. Und wenn Ihnen was einfällt, dann melden Sie sich bei mir. Okay. Ach ja, und ich würde Ihnen wirklich raten, das zu tun, bevor dieses Bild wieder auftaucht. Denken Sie noch mal richtig gut nach. Wiedersehen. Wiedersehen. Am Abend meldet sich Harald bei dem Richter. Dem kunstbegeisterten 44-Jährigen wurde anonym der Rückkauf seines wertvollen Bildes angeboten. Moment mal. Das mache ich lieber. Also das ist das Schreiben, von dem du mir am Telefon erzählt hast. Ja, das war plötzlich im Briefkasten. Wer es eingeworfen hat, hat keiner gesehen. Wenn Sie Ihr Bild wiederhaben wollen, dann deponieren Sie morgen Mittag 30.000 Euro in kleinen Scheinen in eine Mülltonne auf der Ebertstraße vor der Hausnummer 6. Und keine Polizei. Die bieten dir dein eigenes Bild zum Kauf an. Ja, wahrscheinlich, weil sie es auf dem Schwarzmarkt nicht loswerden. Ja, und weißt du was? Ich glaube, ich mach's. Das ist immer noch besser, als wenn das Bild verschwunden ist und die Versicherung nicht zahlt. Ja, okay. Aber wenn, dann solltest du unbedingt die Polizei einschalten. Bist du verrückt, Mann? Da steht doch ganz klar und deutlich keine Polizei. Natürlich schreiben die das. Aber denk doch mal nach. Die Polizei hat immer noch den Verdacht, dass du vielleicht einen Versicherungsmissbrauch begangen hast. Zumal seitdem durch deine Aussage feststeht, dass Esperanza unschuldig ist. Wie wirkt denn das, wenn dann das Bild plötzlich einfach wieder da ist? Ja gut, klar, ich müsste Ihnen das natürlich schon irgendwie erklären. Nein, wenn du die Polizei einschaltest, dann waren die Beamten Zeugen der Übergabe. Und wenn alles gut geht, können sie dabei den Dieb oder Hehler festnehmen und dann bist du aus dem Schneider. Ja, gut, okay, du hast natürlich recht. Dann lass uns die Polizei informieren. Allerdings soll es bei der Geldübergabe am nächsten Tag zu einem Zwischenfall kommen, mit dem weder Alexander Holt noch Harald gerechnet haben. Naja, es dürfte ja gleich soweit sein. Außer Ihr Freund hat das als geschicktes Ablenkungsmanöver genommen, um von sich abzulenken. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, wir wissen gleich, wer hinter der ganzen Nummer steckt. Guten Tag. Ist Frau Grüneck nicht da? Nein, tut mir leid. Meine Mutter ist leider gerade nicht da. Ich bin Viola Bramstedt. Ich müsste mit Ihrer Mutter sprechen. Wann kommt sie denn zurück? Sie ist nur kurz was besorgen. Gut. Haben Sie was dagegen, wenn ich hier auf Sie warte? Nein, ist gar kein Problem. Gut. Was ist denn los? Warum starren Sie mich so an? Das könnte doch sein. Ja, nur die Ruhe. Abwarten. Mensch, Junge, nimm dir schon das Geld. Los, hinterher, hinterher! Was war das denn? Das Haus, es wäre ja gewarnt worden. Den kriegen wir noch. Zentrale, bitte kommen. Kommissar Aurich hier. Ich glaube, das Gesicht habe ich schon gesehen. Und zwar bei Violas Freundin. Die ist allerdings gar nicht begeistert vom Besuch des Richters. Nein, nicht schon wieder Sie. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Frau Grüneck, Sie war nicht mehr verdächtigt. Aber Sie könnten mir helfen, den wahren Täter zu finden. Also bitte. Ihre Tochter hat doch einen Freund. Also, ich habe sein Foto auf dem Schlüsselanhänger Ihrer Tochter gesehen, als ich das letzte Mal hier war. Was wollen Sie denn von Ben? Könnte es sein, dass dieser Ben von dem wertvollen Bild erfahren hat, das bei Frau Bramstedt gestohlen wurde? Glauben Sie etwa, er war das? Haben Sie ein Foto von ihm? Also, ich möchte sicher gehen, dass ich ihn nicht verwechsle. Mhm.
Das ist er. Oh nein. Meine arme Jeanette. Ich habe mir ja von Anfang an gedacht, dass dieser Ben nichts taugt. Und heute im Laden war Jeanette auch so seltsam. Was war da los? Na, ich bin vom Einkaufen zurückgekommen und habe Jeanette durchs Fenster mit Viola reden sehen. Und dann ist sie plötzlich zur Tür raus und hat mich einfach umgerannt. Und hat sie gesagt, was los war? Nein. Sie ist einfach weitergelaufen. Und Viola hat auch nicht gesagt, was los war und ist einfach gegangen. Ich verstehe das alles nicht. Frau Grünig, als ich das letzte Mal hier war, da hat Ihre Tochter doch hier eine Tasche deponiert. Dürfte ich die bitte mal sehen? Warum? Ich meine, das sind Jeanettes Sachen. Meine Tochter hat mit dem Diebstahl doch nichts zu tun. Aber höchstwahrscheinlich dieser Ben. Es könnte sein, dass Ihre Tochter dem geholfen hat, ohne dass sie es weiß. Und Sie wollen doch auch, dass er erwischt wird, also vorausgesetzt, er war es. Ja. Was denn für ein Teil? Ich befürchte, Ihre Tochter ist eine ganz üble Geschichte geraten. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, Ihre neue Keksdose, die haben Sie doch auch nicht auf dem Flohmarkt gekauft, oder? Nein, die hat mir Jeanettes Freund geschenkt. Ich hab gedacht, er will sich damit einschleimen. Geben Sie mir Bens vollständigen Namen und seine Adresse. Ich muss den Kommissar informieren. Heißt Ben Hansen und wohnt in der Bergstraße 12. Das ist nur 5 Minuten von hier. Das junge Pärchen weiß noch nicht, dass Richter Alexander Holt ihnen auf die Schliche gekommen ist. Einen Moment, Herr Hansen. Ihre Freundin Jeanette kennt mich ja bereits. Ich bin Richter Holt. Ich würde mich gern mit Ihnen über ein Bild unterhalten. Den Van Dügen im Hause Bramstedt. Keine Ahnung, was Sie da labern, aber wir haben jetzt eh keine Zeit. Komm, Schanne. Vielleicht sollten Sie sich aber ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Guten Tag zusammen. Sie kommen genau im richtigen Moment. Herr Hansen bestreitet, überhaupt irgendetwas von dem Bild im Hause Bramstedt zu wissen. Aber vielleicht werfen Sie besser mal einen Blick in seinen Kofferraum. Ne? Ja, stellen Sie mal aus, Herr Hansen. Machen Sie mal den Kofferraum auf. Bitte. Wenn Sie sich nicht noch mehr Ärger einhandeln wollen, würde ich mal machen, was der Kommissar sagt. Respekt, Herr Holt. Woher wussten Sie, dass Ben Hansen der Dieb ist? Jeanette Grüneck hat von ihrer Mutter von dem wertvollen Bild im Hause Bramstedt erfahren und hat es dann ihrem Freund Ben Hansen erzählt. Richtig soweit? Und dann haben die beiden beschlossen, den schwangeren Trick durchzuziehen. Kam die Idee von ihrem Freund? Hören Sie, Ihr Freund hat Sie höchstwahrscheinlich zu einer schweren Straftat angestiftet. Das ist vor allem in Ihrem eigenen Interesse, hier die Wahrheit zu sagen. So können Sie wenigstens auf Strafmilderung hoffen. Und ich möchte noch von Ihnen wissen, was mit dem Ehepaar Bramstedt ist. Waren Sie in die Geschichte eingeweiht? Oder haben Sie vielleicht sogar in deren Auftrag das Bild gestohlen? Mein Gott, noch mal. Jetzt sagen Sie uns endlich, was hier wirklich gespielt wird. Haralds Freude darüber, das 100.000 Euro Bild zurückzuhaben, soll aber schon sehr schnell blankem Entsetzen weichen. Ich bin so froh, dass ich das Bild zurück habe. Das hier ist Herr Zinsholt, mein Kunstsachverständiger. Er wird überprüfen, ob das Bild auch keinen Schaden genommen hat. Also Herr Ben Hansen hat den Diebstahl inzwischen gestanden und seine Freundin Jeanette, die hat die Schwangere gespielt mit Höke und falschem Schwangerschaftsbauch. Herr Bramstedt, das Bild ist zwar unbeschädigt, aber leider nicht das Original. Wie bitte? Das ist leider eine Fälschung. Die Pinselführung stimmt nicht und die Signatur stimmt nicht mit den Originalen von Van Dügen überein. Tut mir leid. Wenn das alles war, dann darf ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.
Also hat Hansen, dieser Mistkerl, das Bild doch schon verkauft? Ich glaube, da irrst du dich. Wir sollten, denke ich, mit Viola reden. Viola? Schlechte Neuigkeiten. Das Bild ist zwar wieder da, aber es ist eine Fälschung. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ach, Viola, jetzt tu doch nicht so. Das hast du doch schon längst gewusst. Wie kommst du denn auf die Idee? Frag doch mal deine Frau, woher sie die 9000 Euro in bar für den Pelzmantel hatte. Gott, ich hatte noch ein Sparbuch mit Geld von einer Erbtante. Nein, Viola, du hattest das Geld nicht von der Erbtante, sondern weil du den Van Dügen verkauft hast. Und damit Harald das nicht merkt, hast du eine Kopie aufgehängt. Viola, stimmt das? Harald, ich bin deine Frau. Warum sollte ich denn sowas tun? Weil du gewusst hast, dass Harald eine Affäre hat und Angst hattest, dass er dich verlässt. Ach, das ist doch Unsinn. Du bist heute im Nagelstudio Jeanette Grüneck begegnet und hast sie an dem Muttermal am Hals erkannt. Sie ist die Schwangere, die dich hereingelegt hat. Aber die war doch blond. Das war eine Perücke. Und als du Jeanette dann zur Rede gestellt hast und erfahren hast, dass Ben das Bild an Harald verkaufen will, da musstest du handeln. Hm? Du hast Jeanette den Tipp gegeben, dass die Geldübergabe eine Falle sein soll, damit du selbst nicht auffliegst. Außerdem hast du verlangt, dass das gefälschte Bild zerstört wird. Im Gegenzug hast du dann Ben und Jeanette versprochen, dass du sie nicht wegen des Diebstahls hinhängen wirst. Jeanette Grüneck hat gestanden. Blöd nur für dich, dass Ben die Fälschung nicht zerstört hat. Alexander, die beiden lügen doch. Ach ja. Ich habe da eine SMS von Klaus Frick. Den Namen müsst ihr doch was sagen, oder? Ich habe vor 6 Monaten im Auftrag von Frau Bramstedt ein Van Dügen verkauft. Und sie wollte auch eine Empfehlung für einen begabten Kunststudenten. Und dem hast du dann den Auftrag gegeben, den Van Dügen zu kopieren. Und danach hast du das Original verkauft. Ich musste mich doch absichern. Es gibt keinen einzigen Mann, auf den ich mich verlassen kann. Nur Berthe war mir immer treu. Nun, Frau Bramstedt, wenn ich Sie dann bitten dürfte, mich auf die Dienststelle zu begleiten. Viola. Viola. Das ist doch alles so sinnlos. Ich hätte dich doch nie im Leben verlassen. Ich liebe dich. Da war ich mir nicht mehr sicher. Frau Bramstedt, bitte. Viola Bramstedt wird sich wegen Diebstahls und versuchter Strafverheitlung verantworten müssen. Und Jeanette Grüneck und Ben Hansen werden sich ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und wegen versuchter Erpressung verantworten müssen. Ihnen allen drohen Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Tja, es gibt nichts Gefährlicheres als eine gekränkte Frau, die ihre Sicherheit und ihren Lebensstandard schwinden sieht. Das hätte sich Harald früher klar machen müssen. Nur eines kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Dass sich eine Frau auf keinen Mann verlassen kann, es sei denn, er wäre ein Hund. Es kommt doch nur darauf an, wie Frauchen ihren Hund, Mann, erzieht.